Notruf South Hartford. Wie kann ich helfen? Drei Menschen. Was genau ist das Problem? Drei Menschen sind tot. Ich habe sie getötet. Hallo? Hallo? Als ich etwa 8 Jahre alt war, hat meine Mutter 3 Menschen umgebracht. Die Polizei traf in ihrer Wohnung ein. Sie hat diese Morde während einer Teufelsaustreibung begangen, die an ihr vorgenommen wurde. Die Kirche hat sich eingeschaltet und sie wurde in die Centrino Nervenklinik in Rom eingeliefert. Deshalb bin ich hier. Es stellt sich nun die Frage, ob ich es in den Genen habe. Werde ich eines Tages durchdrehen? Reine Vorsichtsmaßnahme. Sollte sie Probleme machen, an der Wand ist ein Alarmknopf. Maria, ich bin's, deine Tochter. Vereine die Schnitte. Vereine die Schnitte, vereine die Schnitte. Vereine die Schnitte. Wirklich helfen wollen, müssen Sie den Exorzismus besser verstehen. Was schlagen Sie vor? Sie müssen einen miterleben. Wo ist sie? Oh, wir mussten sie nach unten bringen, in den Keller. Das ist eine Kombination aus Religion und Wissenschaft. Ich bin schließlich Mediziner. Fangen wir an. Isabella. Sie hat meinen Namen gesagt. Ich habe 4 Stimmen auf dem Video gehört. Was bedeutet das? Besessenheit von Dämonen. Bitte helfen Sie meiner Mutter. Das ähnelt keiner einzigen Form der Besessenheit, der ich je begegnet bin. Tut mir leid, Isabella. Ich kann das nicht. Was zum Teufel ist hier los? Was sollen wir tun? Ich weiß es nicht! Isabella! Lass meine Mutter los. Du wirst brennen. Als ich ungefähr 8 Jahre alt war, hat meine Mom 3 Menschen umgebracht. Ich habe herausgefunden, dass sie während eines Exorzismus all die Leute getötet hat. Sie wurde in die Centrino Nervenklinik in Rom, Italien verlegt. Man stellt sich die Frage, ist es in meinen Genen? Maria, ich bin deine Tochter. Es ist nicht Gottes Wille, weißt du? Holt mich hier raus! Wenn Sie Ihrer Mutter wirklich helfen wollen, müssen Sie den Exorzismus besser verstehen. Was schlagen Sie vor? Sie müssen einen echten Exorzismus erleben. Wie geht's ihr? Wir mussten sie nach unten bringen. Sie befindet sich im Keller. Jetzt müssen Sie sie uns überlassen. Rosa? Fangen wir an. Rosa, bist du da drin? Kannst du mich hören? Die Pupillen erweitern sich. Ben? Du willst das doch gar nicht mehr. Oh, what's your name, my daughter? Isabella. Mein Name? Sie hat gerade meinen Namen du gesagt. Bist sicher bei mir. Woher weiß sie meinen Namen? Betrachte das Kreuz des Herrn. Dein Name ist Beric. Die Herzfrequenz steigt, Blutdruck sehr hoch, 190 zu 110. Gott, Vater unseres Herrn Jesus Christus, wir rufen dich bei deinem heiligen Namen und erbitten deine Hilfe gegen die bösen Mächte. Bene, Ben. Bella, Vater. Das Geheimnis des Teufels befiehlt es dir. Die Herzfrequenz, der heilige Warner, was befiehlt es dir? Ben, Ben! Nein, nein, nein. So I went to night.
für dich. Exorzismus besser verstehen. Sie müssen einen miterleben. Wie geht's ihr? Oh, wir mussten sie nach unten bringen, in den Keller. Jetzt müssen sie sie uns überlassen. Rosa? So. Rosa, bist du da drin? Pupillen erweitern sich. Betrachte das Kreuz des Herrn. Blutdruck sehr hoch, 190 zu 110. Halte durch, Rosa. Gott, Vater unseres Herrn Jesus Christus. Pupillen sind fast völlig erweitert. Rufen dich gegen die bösen Mächte. Du wirst brennen. Das Geheimnis des Kreuzes befiehlt es dir. Komm hier. Am Leid, du seist nicht. Ben!